Jetzt kommen die Motorflansche, beziehungsweise die Motorhalter, wie auch immer, für die lange Achse jeweils. Und dazu schneide ich jetzt das, die zwei Teile und die zwei Teile raus. Ja, und dann wieder die Kanten schleifen und zusammenschweißen. Nach dem Rausschneiden von den Teilen am besten an den Kanten hier, wo diese Nuten rausstehen, einfach eine kleine Kerbe im 45 Grad Winkel rein. Dann, weil der Laser, der schneidet immer mit einem minimalen Radius, auch wenn man das im 90 Grad Winkel plant oder konstruiert, da hat man immer einen minimalen Radius drin. Und damit die Teile dann besser reingehen oder komplett zusammengehen, habe ich jetzt hier einfach immer ja, so eine kleine, in die Kante so eine kleine Nut mit rein geflext, und dann kann man das einfach so zusammenstecken, ausrichten und zusammenschweißen. Am besten, bevor man das Ganze zusammenschweißt, hier noch die Gewinde reinschneiden für den Motor dann. Also ich glaube, der Motor hat M6. Mit M6 Schrauben wird er befestigt. Also quasi hier noch M6 Gewinde reinschneiden. Oder einfach aufbohren auf 6 mm und dann die Schrauben durch, und mit einer Mutter sollte auch gehen. Ich denke, ich werde Gewinde reinschneiden. Und beim Zusammenschweißen von dem Ganzen halt einigermaßen schauen, dass alles einigermaßen im Winkel ist, also da kommt es auf Millimeter nicht an. Nur dass es halt nicht Mordsspeps ist. Gut, die Winkel sind jetzt soweit verschweißt. Einmal für links und einmal für rechts, also aufpassen, dass er die quasi gespiegelt schweißt. Da ist nämlich noch einmal hier so eine, ja, so eine Aussparung, da kommt dann der Halter noch hin für den Endschalter von der Achse auf beiden Seiten, und das ist einmal ein Langloch, wo der ganze Halter dann am Rahmen befestigt wird. Auf die Rückseite kommt hier dann noch eine Platte raus, die wird später auch noch verschweißt, und hier kommt längs noch eine Versteifung rein. Also das sind dann diese Teile, die reinkommen. Das ist diese längliche Versteifung, die hier auf die Rückseite drauf kommt. Dann hier einmal der Halter für den Endschalter mit dieser, ja, mit dem Zapfen, der hier in das Rechteck reinkommt. Und da haben wir dann eben noch diesen Winkel, der in diese beiden rechteckigen Löcher mit den Zapfen hier reinkommt. Der hat hier auch wieder zwei Langlöcher, um eben dann das Ganze am Rahmen zu befestigen. Die rechteckige Aussparung hier ist dann für die Versteifung quasi, für den Zapfen hier, die Aussparung. Aber das Ganze werde ich erst wahrscheinlich verschweißen, wenn der Rahmen zusammengebaut ist, dass ich es mal hinhalten kann, ob das auch alles so passt. Vom Motor, also ich habe hier jetzt Gewinde reingeschnitten, und da kommt dann dieser Motor hin. Das Set verlinke ich dann auch wieder, oder nehme es in die Tabelle, in die Gesamtmaterialliste mit auf. Da habe ich mir einfach so ein Set gekauft mit drei Motoren, drei Motortreibern, drei Netzteilen und ein Breakout Board war auch noch dabei
für das ich aber keine Verwendung habe, dass ich ja MyPlasm 10C verwenden will. Ja, und das Ganze wird eben dann hier dann von unten mit 4 Schrauben befestigt. Von dem Set, wie gesagt, da waren 3 Motoren dabei. Da werde ich 2 jeweils für die lange Achse nehmen und einen für die kurze Querachse dann noch. Beim Verschweißen von den Teilen einmal darauf achten, dass er nicht zu arg Hitze einbringt, dass sich das Ganze verformt. Also das hier wirft es jetzt auch leicht schon so nach unten, was aber kein Problem sein sollte. Das kann ich, glaube ich, auch dann wieder drücken, wenn ich hier diese Längsversteifung noch reinmache. Und hier am besten die Kante, wenn mit einer minimalen Schweißnaht oder einfach, ich habe es jetzt halt freigelassen, weil ja hier der Motor her muss, zumindest auf der Unterseite, und nicht, dass dann der keinen Platz mehr hat wegen der Schweißnaht. Auf der Oberseite könnte man es noch verschweißen, da halt nur genug Abstand eben zu den Löchern lassen. Ansonsten habe ich das einfach hinten quasi, wo diese Aussparungen und die Nuten ineinander gesteckt sind, verschweißt und verschliffen. Und an den Kanten noch ein bisschen hier oben. Okay, ich habe mich jetzt doch schon dafür entschieden, dass ich den Halter komplett fertig mache. Also habe ich jetzt einmal den Halter hier rausgeschnitten für den Endschalter. Dann hier diesen Winkel und diese Versteifung. Das ist jetzt quasi der Halter für die rechte oder linke, rechte Seite, je nachdem wie man sieht. Also hier kommt quasi die Achse her. Und hier ist dann vom ganzen Gestell quasi das Quadratrohr oder der Fuß, der nach unten geht. Da wird er, wie gesagt, hier mit dem Langloch auf der Seite das Teil befestigt und mit den beiden Langlöchern dann hier auf der Seite. Die Teile habe ich jetzt wieder mit der Flex raustrennt, ein bisschen sauber gemacht. Bei den Nuten musste ich auch ein bisschen nacharbeiten. Da haben sie nicht so ganz sauber rausgeschnitten. Also die musste ich ein bisschen kürzen, weil das vom Maß her irgendwie nicht so sauber geschnitten war und gestimmt hat. Und hier auch einfach mal mit der Feile kurz durchgegangen, um den Grat wegzumachen, damit eben das Teil dann vernünftig reinpasst. Das kommt dann hier noch her, so rum. Und das Ganze werde ich jetzt wieder verschweißen. Den Halter für die Endschalter hier vorne hin. So. Genau. Dann schweiße ich das jetzt mal fest. Der Motorhalter für die lange Achse ist jetzt soweit verschweißt. Und hier vorne auch wieder einigermaßen plan geschliffen. Und als nächstes kommt jetzt dann hier der Halter für den Achsendschalter. Also einfach hier wieder in diese Nut gesteckt und dann eben auf der Unterseite gepunktet und auch eben wieder verschweißt. Da kommt dann, wie bei der Z-Achse, einer von diesen Endschaltern drauf. Und das Ganze natürlich zweimal. Einmal für die linke und einmal für die rechte Seite. Soweit so gut. Die beiden Gestelle, oder die beiden Motorhalter für die lange Achse sind jetzt fertig. Jetzt habe ich
quasi diesen Halter hier hin geschweißt noch für den Endschalter. Einfach hier gepunktet, da oben gepunktet und auf der Rückseite verschweißt und abgeschliffen. Und dann kann später das Ganze an der, am Gestell montiert werden. Einmal hier mit den zwei Löchern und hier mit dem Loch. Die Rohrlaserteile sind mittlerweile auch angekommen. Das sind jetzt 14 von denen hier. Auch gleich wieder eben mit dieser Nut und den Aussparungen zum Zusammenstecken. Dann zweimal diese langen, an denen dann die Linearführungen montiert werden. Die Wangen für die Y-Achse. Da kommt jeweils so ein Teil und so ein Teil hin. Die habe ich jetzt hier auch wieder so zusammen rausschneiden lassen, weil es einfach günstiger war. Also dann auch wieder mit der Flex einfach abtrennen. Genau, und noch ein paar kurze Rohrteile. Und da schnappe ich mir jetzt mal eins, dann sieht man auch mal gleich, wie der Motorhalter da hinkommt. Da ist nämlich dann hier dieses eine Loch, da kommt dann noch ein Gewinde rein. Und hier diese beiden Löcher. Und da wird dann, wenn das Gestell steht, eben das so montiert, dass quasi die zwei Langlöcher in die zwei Löcher hier reinkommen und das eine Langloch dann in das Loch. Ja, so viel erstmal zu den Motorhaltern. Ich denke, im nächsten Schritt werde ich dann mit dem Aufbau vom Rahmen weitermachen. So sieht das Ganze dann nochmal zusammengeschraubt aus. Hier unten der Endschalter für die Achse. Ja, und hier dann der Motor. Und das Ganze dann eben zweimal auf beiden Seiten. Aber ich denke, so kann man sich schon mal ein bisschen mehr darunter vorstellen, wie das Ganze mal ausschauen soll. Ja, und das war's mit der Motorhalterung für die lange Achse.